Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich möchte das Video heute beginnen mit einem Zitat von Astrid Lindgren. Die hat mal gesagt: Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Und darum geht es heute. Heute geht es darum, warum du an dich glauben musst und wie du diesen Glauben täglich weiter stärken kannst. Ja, und da gebe ich dir einfach ein Beispiel, warum es so wichtig ist, weil dass du an dich glaubst und eine Übung, wie du diesen Glauben dann auch täglich ja stärken kannst und wie du damit umgehen kannst. Ich möchte zunächst mal ein Beispiel geben, warum es denn so wichtig ist, dass du an dich glaubst. Wenn, stell dir einfach mal vor, du hast ein Produkt, du hast eine Dienstleistung und du musst morgen eine Präsentation machen und vor 100, 200 Leuten oder lass uns das Ganze mal einfach extrem aufbauen, vor 10.000 Menschen. Du hast morgen eine Verkaufsveranstaltung mit 10.000 Menschen, wo du dein Produkt, deine Dienstleistung anbieten willst. Und jetzt gibt es ja unter diesen 10.000 Menschen verschiedene, ja, Personen, verschiedene Menschen. Die einen, die kommen da extra hin, um die eine auf die Mütze zu geben, weil sie dich eh noch nie leiden konnten. Dann gibt es wieder Menschen, die sind Fans von dir, die lieben das, was du tust. Ja, das sind die, die gehen mit dir durch dick und dünn. Und dann gibt es halt wieder Menschen, denen passt deine Krawatte nicht. Oder denen passt nicht, dass du überhaupt gar keine Krawatte anhast. Oder du hast die falsche Brille heute auf. Du hast zu kurze Haare, du hast zu lange Haare, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu frech, du bist zu selbstbewusst, du bist nicht zu selbstbewusst. Also da gibt es so, so viele Möglichkeiten, was für Menschen, was die Menschen über dich denken, die auf dieser Veranstaltung sind. Und genauso geht es uns auch jeden Tag, ja, wenn wir herausragend werden. Das heißt, wenn du an dir arbeitest, wenn du immer selbstbewusster wirst, ich meine damit nicht arrogant, sondern wirklich, wenn du voller Selbstvertrauen strotzt, wenn du klar weißt, wo ist dein Weg und du gehst gerade drauf los, dann wird es Menschen um dich herum nicht schmecken. Ja? Du wirst herausragend. Ja? Und wenn du herausragend bist, ja, dann ist die Frage, kannst du damit umgehen? Ja, wenn die Menschen hinter deinem Rücken tuscheln, hey, was macht denn der? Wer ist denn das? Ja, und was der macht, ist scheiße oder was der macht, ist gut. Kannst du damit umgehen und kannst du dann einfach deinen Weg trotzdem weiter geradeaus gehen? Und das ist ein Punkt, wo ich ja häufig merke, zum einen bei mir selbst, aber auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass wenn Menschen sich verändern, dann schmeckt es dem Umfeld in der Regel nicht. Und da ist, entscheidet sich einfach, gehst du deinen Weg weiter, glaubst du an dich, glaubst du an deine Sache und ja, oder eben nicht, ja, hörst du auf, scheiterst, ja, also die Frage, die sich stellt, schaffst du es herausragend zu sein, kannst du damit umgehen? Und da benötigt man einfach einen ganz, ganz starken Glauben an sich selbst, an seine Sache. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Übung, die wie du das jeden Tag schaffen kannst, ja, deinen Glauben immer weiter und weiter zu stärken. Und ja, die Übung hat so ein, sind so ein paar Einzelschritte, aber es ist sehr, sehr einfach. Und wenn du das einmal gemacht hast, kannst du das immer, immer wieder im Laufe des Tages tun. Das kommt aus dem NLP, nennt sich Ankern, ja. Ich habe jetzt keine Ausbildung in dem Bereich, habe aber schon einige Seminare in diesem ja, Bereich besucht und nutze eben diese Technik für mich selbst und deswegen gebe ich sie dir ja weiter, weil sie bei mir sehr, sehr gut funktioniert und wenn du sie ausprobierst, dann wird sie mit Sicherheit auch bei dir funktionieren. Und kommen wir zur Übung. Ist ganz einfach so, ja, wenn du zum Beispiel den Glauben an dich selbst stärken willst oder an dein Produkt oder an deine Dienstleistung oder du willst vor einem Verkaufsgespräch den Glauben an dich oder an dein Produkt eben nochmals stärken, damit du das auch richtig rüberbringst oder so wie in dem Beispiel der Präsentation, dann könntest du jetzt einfach mal Folgendes machen. Du könntest jetzt aufschreiben, was waren denn so meine Erfolge? Warum bin ich richtig gut? Warum bin ich spitze? Was macht mein Produkt? Warum ist mein Produkt klasse? Ja? Welches Problem löst man? Mein Produkt und welche Probleme habe ich denn schon für meine Kunden gelöst? Was habe ich schon alles für meine Kunden bewirken können? Ja, was sind die Erfolge, die du vorzuweisen hast? Und dann merkst du schon, wie innerlich ja sich deine komplette Schwingung verändert. Ja, dann merkst du schon innerlich ja, dass du ganz anders fühlst. Ja, und wenn du so am Höhepunkt dieses dieser Sache bist, also wenn du so den Gefühlshöhepunkt quasi hast, dann kannst du für dich einfach ein Codewort nehmen, das überlegst du dir einfach vorher. Bei mir ist es Aho und ich nehme da immer die Faust dazu. Ja, also du verknüpfst quasi dann dieses Gefühl, ja, mit einem Wort und mit einer Handlung, ja, und
gehst dann quasi so rein in das Gefühl und sagst dann, ah, ho, ja, ich kannst dann noch eine Affirmation dazu machen. Also zum Beispiel, ich mache immer, ich bin spitze, ich bin gut so wie ich bin wertvoll und ich liebe mich bedingungslos. Ah, ho, ja. Und ja, du merkst auch schon, bei mir verändert sich das auch, ja. Ich bin auch gerade momentan wieder voller Energie geladen, ja, einfach nur durch diese Übung. Und das Schöne an dieser Übung ist, umso öfter wie du das machst, ja, umso stärker wird dieser Anker, ja. Das heißt, du kannst da immer mehr Energie und Energie in die Sache reinladen. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich jetzt zum Beispiel nicht laut so machen kann, ja, in einem Meeting oder was auch immer, dann kannst du die Faust zum Beispiel unterm Tisch ballen. Du kannst aber auch einfach nur mit dem Finger schnippen, ja, oder irgendeine Bewegung einfach machen. Überleg dir einfach, wie du deinen Anger so gestalten willst, ja. Und dann kannst du das Ganze auch noch verstärken. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel, du warst jetzt in dem Verkaufsgespräch oder du hast die Präsentation erfolgreich zu Ende gebracht, du kommst raus, ja, und dann kannst du sagen, ich hab's verdient. Ich bin wertvoll. Ja, ich habe diesen Abschluss verdient. Und wenn was einmal geht, geht auch mehrmals. Und ich habe und die ganze Woche wird positiv verlaufen. Ja, du kannst also doch quasi das Ganze einfach immer noch mehr verstärken. Ja, indem du da einfach ja gut mit dir selbst sprichst und es dann eben verknüpfst mit dem Anker. Ein anderes Beispiel könnte sein. Das ist ein anderer Umgang, was mir geholfen hat, mein Selbstvertrauen enorm zu steigern und auch den Glauben an mich und meine Sache weiter also zu festigen und zu behalten. Es gibt ja Menschen, die feinden dich an oder die sind komplett anderer Meinung wie du und die sagen dir das dann auch wenn du sie nicht danach fragst. Ja. Dann lasse ich mich da nicht mehr auf Diskussionen ein, versuche meinen Standpunkt zu vertreten, sondern ich bedanke mich bei der Person für die Info. Ja, je nachdem, wie das Gespräch eben verlaufen ist, kann man das kommunizieren. Ansonsten mache ich das gedanklich. Ja, bedanke mich dann bei der Person für die Info und ich sage ihr dann einfach, okay, es ist ihre Meinung. Ja, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens gewisse Erfahrungen gemacht und diese Erfahrung, die hat einen geprägt. Ja, und er sieht es halt nur aus seiner Sicht. Und es ist auch völlig in Ordnung so, heißt aber noch lange nicht, dass es meine Sicht der Dinge ist. Und deswegen akzeptiere ich die Sicht der Dinge von ihm und sage mir dann aber innerlich, okay, akzeptiere, was du gesagt hast, deine Meinung, alles in Ordnung, aber ich denke meine Wahrheit und mir ist es völlig egal, was du gerade über mich denkst. Ja, und genau das kann man auch mal während einem Meeting machen, wenn man was sagt, ja, der ein oder andere ist gegen den Vorschlag, ja, ist mir scheißegal, was du gerade über mich denkst oder was du von mir hältst, weil wichtig ist nicht, was andere von dir halten, sondern wichtig ist, was du selbst von dir hältst, ja, und wenn du herausragend wirst, dann wird es immer Menschen geben, denen das nicht schmeckt und was dann zu diesem Bereich noch dazu gehört, also ich denke meine Wahrheit und es ist mir ganz egal, was du gerade über mich denkst, gehe ich dann noch her und verzeihe dann innerlich der Person, ja, indem ich einfach sie in Gedanken ihr die Hand schüttel, sage, okay, ich verzeihe dir, es war deine Sicht der Dinge, ich habe eine andere Sicht und ich verzeihe mir das auch, dass ich vielleicht im ersten Moment negativ über dich gedacht habe oder was auch immer und dann lasse ich das Ganze los, gehe meinen Weg und verfolge weiter meine Ziele. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, weil es wird immer, umso herausragender du wirst, umso mehr Menschen wird es geben, ja, denen es nicht passt, was du machst. Aber es wird auch viel, viel mehr Menschen geben, ja, die gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen. Und du entscheidest, worauf du dich fokussierst. Auf die, die ständig irgendwas auszusetzen haben oder auf die, die gemeinsam mit dir den Weg gehen wollen. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tipp heute ein bisschen weiterhelfen. Du findest unterhalb des Videos weitere Informationen, ja, auch zu diesem Thema. Wenn du Fragen hast, ja, schreib sie mir einfach unterhalb in die Kommentarfunktion oder ruf mich an, schreib mir eine E-Mail. Ja, ich freue mich da von dir zu hören. Und hinterlasst mir auch eure Gedanken. Ja, wie bringt ihr euch zum Beispiel auf den Punkt in Bestform? Ja, schreibt es einfach in Kommentare. Was macht ihr? Ja, und ich freue mich da auf eine schöne Diskussion. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, maximale Energie, maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.